Und damit herzlich willkommen zurück Ja, moin. zu Resident Evil Revelations Part 5. Controller in Hand nehmen, beziehungsweise Gamepad in Hand nehmen. Und los geht's. Wir sind jetzt hier, wir haben jetzt diese BWO-Falle bekommen. Und jetzt wollen wir mal hier drinnen ein bisschen auf. Am letzten Mal haben wir das ja nicht ganz so geschafft. Ich habe keine Heilung mehr. Gut, macht nichts, kein Problem. Muss ich gerade mal kurz gucken. Dorthin. Hab ich jetzt alle erwischt? Ach shit. Schnell. Ja, für umgucken habe ich jetzt keine Zeit. Schnell rein! Mach die Tür zu! Ja, ich sehe auf der Karte einen orangen Punkt, der sagt wahrscheinlich, dort sind die Waffen. Wenigstens die zwei hier drüben erledige. Och nö. Der eine hat überlebt. Ich habe nämlich nur drei von den Dingern. Bäh. Hat aber ganz gut geklappt. Schnell rein hier. So. Gut. Jill, ich habe unsere Waffen. Sie sind hier. Schön für dich. Spezialzubehör. Na, wunderbar, haben wir es reingekriegt. Da steht alles, da liegt alles wunderbar. Komplette Ausrüstung. Abhanden gekommen, die Ausrüstung wurde geborgen. Habe ich noch irgendwie was zum Heilen? Nee, habe ich nicht. Ist hier was drin? Wechselten Sie mit Y Bildschirme um spezielle. Okay. Schaden plus 1. Warte mal. Ah, so, okay. Geben wir unserer Waffe gleich mal ein bisschen mehr Schaden. Anders habe ich ja momentan nicht bei. Okay. Ich wäre eigentlich mal für einen Kraut oder so. Wir haben unsere Ausrüstung. Und nun? Jetzt kontaktieren wir das Hauptquartier. Scheiße. Und machen Meldung. Von der Brücke aus sollte das gehen. Dann los. Ah, war nicht ganz so produktiv. Geht's hier rein? Hier habe ich festgesessen. Ah, okay, das ist dann schon. Was hat er vor? Hier hast du also festgesessen. Gibt hier noch irgendwas Interessantes? Komm. Ne, eine Handgranate. Okay, geht aber auch. Eine Handgranate, geht aber auch. Gibt Schlimmeres. Ich würde sogar sagen, das ist der eigentliche Raum aus der Demo.
Nur halt, wir waren, Demo waren wir halt mit Jill unterwegs und nicht mit Parker. Ich bräuchte irgendwas, was mich heilt. Das wäre, glaube ich, mal produktiv. Seite verschlossene. Na komm. Komm, zeig dich. Ich weiß, hier war noch ein zweiter. Da bist du. Na? Alle. Wunderbar. Wunderfein. Wunderprächtig. Gibt's hier noch irgendwas? Ich gucke mich gerade ein bisschen um. Da vorne ist noch was. Ein Objekt. Grünes Kraut. Wunderbar, das musste ich jetzt verwenden. Das haben wir schon gescannt. Direkt vor der Nase stand er mir. Mir war noch einer, das weiß ich doch. Da hinten sitzt er. Ah, wunderbar. Den hatte ich schon gescannt. Ansonsten gibt's. Da. Gibt's irgendwas. Da gibt's ein Objekt. Das müsste hinter der Tür sein, okay. Da. Warte mal. Muss man gleich mal gucken, ne? Das kann man, glaube ich, gar nicht hier, oder? Das kann ich nur bei der Munitionskiste. Oder wie das Ding sich schimpft. Da bin ich mal ganz. Da bin ich mal so frei und renne nochmal zurück. Ich würde mich mal interessieren, was das noch kann. Ob das nochmal Schaden ist oder ob das was Neues ist. Immer weg. Feuerrate. Sehr schön. Meine Feuerrate ist auch nicht schlecht. Muss schon mal sagen. So. Jetzt wollen wir endlich mal weitermachen hier in dem Spiel hier. Noch irgendwas zu finden. Da ist eine Tür. Verdammt,
9%. Komm, sag mir, dass es hier noch was gibt. Ich habe zwar vorhin darüber gejammert, dass es zu viel Munition gibt, aber momentan wäre ich eigentlich sogar dafür, dass man mir noch mal ein bisschen mehr Munition gibt. Ah, da, komm. Pistolenmunition? 20. Ja, Steuerrad. Okay. So, mehr kann ich jetzt nicht tragen. Eigentlich weiß ich gar nicht, wo ich überhaupt hin muss. Da gibt es noch was zu finden. Machen wir nach. Ich gucke erstmal hier. Okay. Warte, hier hinten gab es was zu finden. Warte mal. Zum Finding gab es hier hinten was. Ein Objekt. Eine Handgranate. Sehr schön. Er speichert hier. Komm, fall um. Shit. Dort liegt das Objekt. Pistolenmunition. Haben wir schon. Sehr schön. Ja, weiter geht's. Da hinten ist was. Ja, in dem Schrank. Hab ich mir schon beinahe gedacht, dass da was ist. Munitione. Okay. Sehr schön. Durch die Tür. Hey, Kollege. Wir leben auch noch. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Mal gucken, wo sind wir überhaupt gerade? Da bin ich, okay. Es geht hier lang. Und von dort bin ich, glaube ich, gerade gekommen, oder? Nee, Quatsch. Von dort bin ich gekommen. Ich habe schon wieder meine Orientierung verloren. Gehen wir hier rein, wenn es geht. In dem Raum bin ich gefangen gewesen. Ah nee, warte, da ist doch die Schrotflinte.
Und ich wette, oder ich wette nicht, ich weiß es nicht, vielleicht könnte ich hier den in dem Raum irgendwas finden, ne? Wie ich die rauskriege, aber scheinbar doch nicht. Nehmen wir mal die Munition mit. Probier jetzt mal was aus. Ne, ich wette, die kriege ich, wenn ich irgendwas hier einsetze. Bis jetzt bin ich noch nicht fündig geworden, deswegen gehen wir zurück. Dann gehen wir hier lang. Ich bin vorsichtig, was gibt's hier? Gibt's eigentlich nur noch eine Richtung, die ich gehen kann. Oh! Safe mit einem Kartenleser. Okay. So viele Kartenleser hier, müsste irgendwo eine Karte langsam auffindbar sein. Hm? Komm, stirb! Das war eine knappe Angelegenheit gerade. Ja, Munition haben wir trotzdem kaum. Jetzt wird Munition langsam wieder knapp. Gibt's sonst noch einen Weg hier? Gucken wir mal kurz. Hier war ich noch nicht drinne. Ich sehe die auf der Karte hier. In den anderen Raum war ich schon mal drinne. Bin ich zwar nicht mehr weitergegangen, aber da war ich schon mal drinne. Da ist die Toilette. Wie ich solche Spiele kenne, wird es hier bestimmt irgendwas geben. Irgendwas Interessantes. Ich zück mal lieber die Waffe, weil ich nicht weiß. Ah, ich hab's geahnt. Geh mal weg von der Toilettentür. Ich muss mal gucken. Warte, hier ist nichts. Und wo der rauskam, ist auch nichts. Und ich dachte, die Toilette wäre wenigstens ein bisschen interessant. Also in dem Sinne, dass man was findet. Aber scheinbar doch nicht. Na dann. Okay. War ein Versuch wert. Wir sind schon bei 20 Minuten, wird Zeit, dass wir wieder Cut machen. Guten Tag. Ey, Jüdendorf. Ich lebe auch noch. Na komm, fall um, wollte ich gerade sagen. Weil meine Munition wird langsam doch knapp. Ach, hier ist was. Mal sehen, was es ist. Hä? Hä? Ach, das ist irgendwie in einem anderen Raum. Okay. Gut, weiß ich ja Bescheid. Okay. Da kommen wir bestimmt auch rein. Aber erstmal gehen wir hier rein. Ja, hier war, glaube ich, Jill drin eingesperrt. Deswegen weiß ich, dass hier sicherlich noch sich jemand befindet, der das Zeitliche sehen will. Hm, jetzt war es langsam knapp. Munitionstechnisch. Na, das abgehackte, das
Das stört mich noch ein bisschen. Ziemlich. Ansonsten wird es hier wahrscheinlich nicht weitergeben. Ich muss wahrscheinlich in den Raum rein, wo ich quasi... wo ich quasi das Schloss abmachen kann. Ach, da. Ein Handabdruck, okay, vielleicht was hilft. Bis jetzt habe ich noch nicht herausgefunden, was mir dieser Handabdruck bringen könnte. Ich würde sagen, das ist aber ein guter Zeitpunkt für einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.